Ci vorrebbe un amico per poter dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare tutto il male. Ok? Due sole. Per dimenticare tutto il male. Ci vorrebbe un amico che passa per il mio campo. Ci vorrebbe un amico del dolore e del rimpianto. Amore, amore magico, amore disperato. Sai che ti voglio bene, ma io ti perdono. Ach, Bianca, du schon wieder. Bianca, du, ich habe keine Zeit jetzt, ja, wirklich. Ja, das können wir ja dann heute Abend besprechen, okay? Du, Bianca, es ist ja kein Wunder, ne? Ich habe dir auch schon tausendmal gesagt, geh mir die Männer nicht so oft ins Bett, ne? Weil, also nicht so schnell halten, ne? Vor allem, weil, ich meine, du hast die Romantik gleich futsch, ne? Ja, ich sag immer wieder meine Worte, Fußball und Bier. Fußball und Bier. Naja, ja, uns geht's ganz gut. Hm? Ja. Ach, das ist ja nicht hier. Ja, das ist doch ganz gut. Ja, also uns geht's ganz gut. Ich meine, es ist. Ich habe jetzt halt irgendwie mit dem Wein gesprochen. Ne? Ja, also ich muss dich darauf hinweisen, dass der nicht Stefano, sondern Stefano heißt. Ne? Hm. Du. Das war doch ganz was anderes. Das kann man doch gar nicht vergleichen mit deinem Kevin. Was Boris, hä? Boris Heiner. Du, wir waren ja noch ganz jung. Na, also das war halt so Young Love und so, ne? Ja. Naja, also, du weißt ja, ne? Wir haben uns da kennengelernt mit dem katholischen Arbeiterbund sind wir nach Venedig gefahren. Ne? Ja, und da habe ich den Stefano kennengelernt. Ne? Und da waren wir so in einer Gruppe und so. Ne? Und es waren, also wenn du mal Lust auf Liebe hast, ne, und Sex und so, dann musst du nach Italien fahren. Ne? Sagt er, also das ist echt. Das war ganz was anderes, ne? Ja, ich muss mich einmal bequemen. Ne? Naja, also. Ja, ne? Also, das habe ich ja an der Zeitschrift gelesen, dass 70% Liebe gemacht werden in Italien, ne? Hm? Also, das waren halt so. Ganz netter junger Burschen, ne? Und die haben uns immer eingeladen und so. Immer also alles gezahlt. Und also ohne Hintergedanken jetzt. Einfach so, ne? Und da gab es zum Beispiel einen Aperol Spritz. Ich weiß nicht, du kennst doch das Getränk. Das ist so ein oranges Getränk, ne? Mit einer Oliven, ne? Ach, der Wein schmeckt gut. Naja, und was wollte ich noch sagen? Ja, also die haben uns halt immer eingeladen und so, ne? Einer hat mich total erinnert an den vom letzten Jahr, ne? An den schon Chippendales, ne? Der mit den schönen Löckler hinten, ne? Ja, genau der, ne?
Ja. Aber ich muss dir sagen, das sind ja eigentlich, das ist immer nur da. Ich weiß nicht, der hat da hat er echt der Pilz eingeschlagen, ne? Ja. Kann ich dir gar nicht so sagen, ne? Er hat einfach so schöne Augen, ne? So lange Wimpern und dann so einen treuen Blick gehabt und so eine. Irgendwie, ich weiß nicht, der war auch so aufmerksam, ne? Ja, und dann hat er mir zum Beispiel so, also so erzählt er mir nur von Gesten und so, ne? Was kennst du von unseren Kerlen in der Umgebung? Gibt es das ja nicht, ne? Also, dass man da der Dame reinschiebt, den Stuhl reinschiebt oder so am Tisch und so halt die Handschuhe, ne? Mich hat es gefroren, es war so kalt in Venedig, hat er mir die Handschuhe gegeben und so. Ja, es ist eigentlich nicht viel gelaufen. Ne? Also es ist, ich habe mir immer gedacht, ich möchte jetzt einmal Allah sein mit ihm. Ne? Und habe ich eigentlich nur auf die Gelegenheit gewartet. Ne? Und jetzt pass auf, Bianca. Wurde du toll. Naja, er hat gesagt, er will Zigaretten kaufen gehen. Ne? Habe ich gesagt, gehe ich mit. Ne? Klar, war die erste Gelegenheit, ne? Günstig. Und dann waren wir in der Nähe vom Canale Grande. Ja, total schön, also Romantik pur, echt Romantik pur. Das geht Glitzer auf dem Wasser, ne? Und die Gondeln und ach, ich weiß nicht, ne? Und dann war Mondschein und ich so sehr nur, du. Andiamo, na, dentro. Also, das heißt, gehen wir rein in die Gondel, na. Und ja, das können wir machen, na. Das ist ja verboten eigentlich, na. Ja. Und dann, Bianca, ich sag dir was. Ich habe gedacht, na, echt. Also, wenn er jetzt was von mir will, na. Jetzt oder nie, na. Und, ach, oh, ich sag dir. Da standen wir uns so gegenüber, na, haben uns angeschaut. Da war ich eigentlich nur auf den ersten Kuss gewartet. Na. Und ich war mir ganz sicher, jetzt. Schlägt er mich auf die Schulter und sagt, Andiamo. Kannst du dir vorstellen? Da sind wir dann wieder rausgegangen. Aus der Gondel. Ja, also ich habe ihn dann später mal gefragt, naja, aber warum hast denn du damals nicht die Gelegenheit ergriffen? War doch eigentlich ganz klar. Ne? Dann hat er gesagt, na, es war ihm zu banal. Ne? Ich meine, auch wieder süß, aber ja, ich meine, das ist halt, es war schon romantisch. Ne? Ja. Ich meine, das ist halt, wir sind jetzt 9 Jahre zusammen, ne? Und ich kann mich echt nicht beschweren, ne? Also, das ist echt in Ordnung mit ihm und er ist ein guter Kerl und dreimal die Woche geht er halt Fußball schauen und trinkt halt Bier und so. Aber was, Bianca, das ist halt vorbei mit der Romantik, ne? Das ist halt, ich weiß nicht, also, aber ja, auch nur ein kleiner Gesten oder so, es wird genügen, wäre ich auch zufrieden, ne? Aber ich bin immer am Sonntag allein, wegen einem scheiß Fußball, ne? Das ist halt so dort in Italien, ne? Sonntagnachmittag gehen sie alle Fußball schauen. Und ich kann mich echt nicht dran gewöhnen, ne? Fühle mich so allein. Weiß auch nicht, ich bin echt enttäuscht. Ne? Ja. Ja, muss ja wegen dem Reden. Ja, du, Bianca,
ich muss jetzt leider wieder Schluss machen, weil ich muss jetzt doch wieder weiter tun. Verstehst du, noch gar nichts gemacht. Ne? Also, dann hören wir uns heute Abend ne, und reden wir mal weiter ein bisschen drüber. Okay, ich bin total gefreut. Also, dann mach's gut, ne? Hm? Tschüss. Tschüss, mach's gut. Dass ich nicht da wieder kaufe. Das gibt's auch gut. Darf man wieder außen rum putzen. Ja. Naja, ist auch Videokamera. Bei uns im Gemeindebau.